So, einen wunderschönen guten Morgen immer noch hier aus Christchurch und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Und zwar ist heute der Plan, dass wir heute tatsächlich im zweiten Anlauf unseren Camperbus holen. Das heißt, wir sind jetzt in der Abteilung Vanlife unterwegs. Wir sind natürlich sehr gespannt, wie so das Campingleben in dem Bus ist. Wir haben ja quasi in Australien die ganze Zeit in so einem Four-Wheel-Drive-Auto unserem geliebten Gary gewohnt in einem Dachzelt. Und wir sind jetzt das erste Mal mit so einem Bus dann unterwegs. Wir werden euch natürlich den Bus auch zeigen und sind auch mega gespannt, wie das so wird. Es soll auf jeden Fall kalt werden nachts. Wenn das geklappt hat, gehen wir noch eine Runde einkaufen. Lebensmittel, Duschbad, Protein, die Essentials halt. Dann werden wir euch noch mal zeigen, wie hier unsere Route geplant ist. All das gibt es in dem Video. Los geht's. Ja, das ist 10 Minuten Video auf YouTube. Alles klar. Thank you. Aber wir haben noch Schneeketten dazu bekommen. Er hat auch noch einen USB-Charger dazu gehauen. All good. Hat er alles durchgehauen. Ja. Sachen packen, los geht's. Chris atmet schwer. Nach 100 Metern nimm im Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Man muss sich natürlich erstmal akklimatisieren mit dieser Größe des Busses. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Werner 1, als sie zu Frau Hansen fahren, so ist es in diesem Bus zu sitzen. Die Pack and Save soll hier so ein bisschen so die günstigere Variante zum Einkaufen sein. Und wir sind echt gespannt auf die Preise. Letztens haben wir schon mal so ein paar Paprikas uns angeguckt im anderen Supermarkt und wir sind fast hinten rübergefallen. Sehe, werden wir hier in Neuseeland auch noch mal ein kleines Food-Video, eine Food-Tour oder irgendwie sowas machen, denn die Sachen, die es hier gibt, die sind schon wieder extrem lecker. Ich habe auch sehr, sehr oft in Australien einen ordentlichen Bacon gesucht und jetzt sind wir hier in Neuseeland angekommen und hier ist ordentlicher Streaky Bacon vorhanden. Sind, denn das finden wir es immer extrem geil, durch die Supermärkte zu gehen und die heimischen Sachen auszuprobieren und zu gucken, was alles gibt. Hier scannt man seine Lebensmittel selber und gibt es dann ab. Und die netten Leute passen immer auf hier, ob man auch alles abscannt. Thank you. Thank you. Was machst du hier? Protein kaufen. Wir essen viel Protein und dafür brauchen wir natürlich Pulver. Richtig. Das ist einfach super handy, gerade zum Reisen jetzt, weil man es einfach mit Shaker macht, fertig und ist durch mit dem Thema. Das Coole ist, dass es hier relativ viel Auswahl gibt, wie man sieht. In der normalen Pharmacy, wie sind jetzt im Chemist Warehouse. Immer ein bisschen günstiger als ein Sportladen. Ja, stimmt. Wir haben hier jetzt einfach mal so ein Plant-Protein genommen, Schoko-Flavor, da kostet ein Kilo 33,74, also das sind umgerechnet vielleicht 22 Euro, kann man nichts falsch machen. Und was hier natürlich ganz groß ist, ist Manuka-Honig und den gibt es jetzt hier auch in der Pharmacy, haben wir uns vorhin schon ein kleines Glas gekauft, weil es nicht so teuer ist, aber hier ist scheinbar dieser qualitativ hochwertige, der ist auch hier ein bisschen teurer. Den hier? Ich glaube, ich gibt es bei uns hinten nur hinter einer Glasscheibe und da ist es der gleiche Preis oder wie hier. Welchen denn? Nimm den. 93 Dollar sind umgerechnet 60 Euro und bei uns kostet der bestimmt das gleiche in Euro. Auch hier gibt es Lenny und Larry. BSC, das ist ziemlich lecker, natürlich viel Mist, aber der ist richtig gut. Aber vegetarisch ist der nicht. Vegetarisch schon, aber nicht vegan. Die haben wir in Amerika damals schon gesehen, die sind auch ziemlich nice. Ja, und natürlich Quest Bars. Ne? Und hier ist, warte, Musashi ist auch ganz groß. Hm. Ich glaube auch australisch. Und hier ist Quest Bar auch amerikanisch. Wie ich Christoph immer vorfinde, wenn ich einmal weggehe. Eigentlich stehend oder im Regal richtig drin und gucken, was es so gibt. Okay.
hat keine Gravelroad, also Schotterpisten, außer zum Campingplatz. Na gut, dann fahren wir mal zum Campingplatz auf eine Schotterpiste. Notiz an uns selbst, wir fahren kein Offroad-Fahrzeug. Jeder Bump ist schon so, oh, das ist war bei Gary anders, aber ich glaube, es ist ein schöner Campingplatz, es wird nur ein bisschen frisch. Angesagt bei -1 Grad. Und wir haben auf den Bergen in der Ferne schon Schnee gesehen. Also ich glaube, wir haben seit über 2 Jahren keinen Schnee gesehen. Sah ziemlich schön aus. Wir sind jetzt hier an unserem ersten Schlafplatz angekommen. Wir sind schon in der Nähe von dem ja sehr doch sehr bekannten Lake Tekapo. Der ist nur eine Viertelstunde von hier entfernt. Und wir müssen aber uns jetzt auch erstmal mit dem Auto hier akklimatisieren, alles einräumen. Hier ist noch irgendwie gar nichts gemacht. Das machen wir und später oder morgen zeigen wir euch das Auto in Ruhe und dann geht's weiter im Text. Hallo, heute gibt's einen neuen Tag. Es gibt auch noch eine kleine Roomtour von unserem Campervan. Das ist der Hightop. Wir haben auch einen mit Toilette genommen, damit wir überall campen können, weil dieser Campingplatz zum Beispiel ist nur für Leute mit Toilette und Abwassersystem. Da ist er. Und dieser Sticker ist entscheidend. Und damit haben wir halt mehr Plätze zur Auswahl. Manege auf. Und hier sind wir. Wir haben die erste Nacht überstanden. Es war frisch, sehr kalt. Wir müssen uns noch eine Decke kaufen. Aber sonst war es schon mal gut und bequem. Denn wir schlafen hier in der Mitte, da nehmen wir so ein paar Bretter raus und packen die Matratzen so hin. Hier oben haben wir ganz viel Stauraum, da ist so das Bettzeug und jetzt noch Christophs Jacke, unsere Waschtaschen und so ein Kram. Und Stauraum ist auch hier unter den Sitzen. Da haben wir noch ein paar Lebensmittel eingepackt, unsere Rucksäcke mit den Klamotten. Da sind so Schläuche drin für Trinkwasser. Auf der Seite wird es aufgefüllt. Und Abwasser, das wird an der anderen Seite abgelassen. Die Toilette ist auch hier drin. Da drückt man hier drauf und dann kann man die hier so richten. Da kann man sich theoretisch hinsetzen und Pipi machen. Haben auch schon mal welche Kaka gemacht. Sehr Hardcore-Content hier wieder. Also da ist Geschirr und sowas drin, auch ein paar bisschen Zeug von uns, Töpfe. Unser eigener Kaffeefilter, den haben wir uns aus Deutschland schicken lassen. Kühlschrank, 60 Liter, ist genau wie in Gary, in unserem anderen Auto in Australien. Mikrowelle funktioniert nur, wenn wir Strom haben über einen Power-Spot, also draußen. Ansonsten haben wir hier USB-Ladestationen, die funktionieren immer. Und das können wir hier an- und ausmachen. Dafür haben wir auch Lichter, die können wir auch immer benutzen. Die Wasserpumpe, die können wir hier an- und ausschalten. Der Strom können wir auch nur nutzen, wenn wir von außen welchen bekommen. Und hier ist noch ja, unser Kochtopf-Herd. Dann ist hier oben noch ein bisschen Stauraum. Hier können wir mal ein Lichtlein aufgehen lassen. Und vorne ist dann das Cockpit. Da haben wir hinter den Sitzen, packen wir dann wahrscheinlich unsere Rucksäcke. Da ist noch ein bisschen Platz. Also wir schaffen es, jede Lücke auszufüllen. Das haben wir, glaube ich, in den letzten 2 Jahren gut perfektioniert. Klappe. Auf. Also hier können wir auch noch hinten ran. Und hier sind dann unsere Rucksäcke. Hier ist Christophs Rucksack. Hier ist mein Rucksack und mein Stauraum. Das ist ja jetzt ein Campingplatz, der nur für self-contained heißt es hier, also selbstversorgende Fahrzeuge ist. Die haben trotzdem Toiletten. Also man muss nicht unbedingt seine eigene Toilette benutzen. Man kann dann einfach hier auf die Toilette gehen. Ich glaube, es geht vor allem darum, dass man sein Abwaschwasser und so nicht alles am Platz lässt und seinen Zahnputz. Kram, Zahnpasta und so. Was wir noch dazu bekommen haben, ist ein Draußentisch und Stühle. Ich glaube, das werden wir weniger nutzen. Aber schauen wir mal. Mein ja. Satz. Schauen wir mal. Und hier, respect the locals, die Hasen, surfen, Liebe und Frieden. Genau. Und da unten, Hashtag Vanlife. Das ist unser erstes Mal im Vanleben, aber ich glaube, es gefällt uns ganz gut. Gestern sind wir ja schon auf einer Gravel Road gefahren. Das war schon mal ziemlich lustig. Und dafür ist es eine Umgewöhnung, Mann. Weil bei Gary können wir alle Straßen fahren und jetzt ist es so, lieber nicht, lass uns umdrehen.
Ja, und dann kann man hier auch noch den Nice View genießen. Deutlich mehr Komfort, alles drinnen zu machen. Das war aufgrund der kalten Jahreszeit jetzt auch so das Ziel von uns irgendwie oder der Wunsch, ein bisschen mehr Gemütlichkeit zu haben. Und es ist schon doch noch kalt in der Nacht. Die erste Nacht war auf jeden Fall ganz gemütlich, nur halt kalt. Aber dafür war die Aussicht richtig, richtig schön. Um uns rum sind ganz viele Berge und zwei andere Camper waren jetzt noch hier. Also es war auch echt ruhig. Ich mach den Tisch in die Mitte. Genau. Ah, jetzt kommen wir Tür zu. Oh, Kamera fällt um. Und da sitzen wir auch schon in unserem Mobil. Jetzt ist hier Mai 2021 und jetzt ist hier so, sagen wir mal, die kalte Saison, die beginnt und wo sowieso nicht so viele Camper fahren. Wir haben den Camper jetzt über Camper Champ gemietet und haben dadurch noch mal so ein quasi so eine Travel Bubble Sale bekommen, so nennt sich das. Aber alles in allem mit dem zweiten Fahrer. Das bin auf Papier ich. Der Toilette für 50. Der Toilette hat $50 nochmal gekostet. Sind wir im Endeffekt rausgekommen für 5 Wochen, die wir das Ding jetzt mieten, bei 1.100 neuseeländische Dollar, was ungefähr 700 Euro entspricht. Wir befinden uns jetzt nicht mehr in Christchurch, sondern wir sind jetzt schon nahe am Lake Te Kapo in Mount Cook. Und der Plan ist jetzt quasi die Südinsel zu fahren. Ich blende das mal hier kurz ein. Vielleicht hier neben Maria. Irgendwo da. Auf dem Handtuch. Da ist die Karte, genau. Der Plan ist, dass wir jetzt erstmal von hier, von unserem Startpunkt aus, vom Lake Te Kapo / Mount Cook aus, die Südinsel erkunden, fahren dann immer Richtung Spitze der Südinsel. Von da aus werden wir dann mit der Fähre übersetzen zur Nordinsel. Haben dann auch noch mal so 2 bis 3 Wochen und fahren dann nach Auckland. Und von Auckland fliegen wir nach Hause. Vorher besuchen wir aber noch Freunde. Das ist richtig. Das ist erstmal so der Trip. Wir packen jetzt alles zusammen. Jetzt wisst ihr erstmal, womit wir unterwegs sind. Das ist die Route. Damit verabschieden wir uns erstmal in diesem Video. Wenn es euch gefällt, lasst uns ein Däumchen da. Oder abonnieren den Kanal. Kostenfrei. Wir chargen nichts dafür. Es entstehen für euch keine weiteren versteckten Kosten. Keine Abo-Falle. Doch, ist eine Abo-Falle. Ja, dadurch werdet ihr per E-Mail informiert, dass wir ein Video hochladen. Richtig. Die 3 Waschmaschinen und dann später. Also haltet die Ohren steif. Unsere Ohren sind steif. Es ist kalt. Sie sind kalt gefroren. Wir müssen unsere Mützen kaufen. Wir haben auf jeden Fall Bock auf den Trip. Bis dahin erstmal. Schaui Maui. Tschüssi.